Draconia heißt euch willkommen. K7 sinkt erschöpft gegen die letzte Stufe, rollt sich so ein bisschen nach oben und ein Lächeln stiehlt sich in sein Gesicht. Wenn du dich dann aufraffst, deine Wegbegleiter hinter dir. Und dann könnt ihr sehen, die Götter, die den Schleier lüften. Das Land der Sterblichen. Aber hier ist es nicht. Das ist nicht das Land der Sterblichen. Der Anblick, der euch noch einmal trifft, im wahrsten Sinne des Wortes, mit elementarer Gewalt. Ihr steht am Rande eines mächtigen Hochplateaus. Drei Berggipfel, deren Häupter wie Säulen des Himmels aufragen, während ihre gewaltigen, vergletscherten Schultern in milchigem Weiß erglühen. Drei schwarz glitzernde Vulkankegel, über deren nächstem sich eine stete Rauchfahne kräuselt. Eine grün blühende Hochebene voll Edelweiß, rauschende Wasserfälle, deren breite Kaskaden im Wind verwehen und darüber der stetig brausende Sturm, der an euren Kleidern zerrt. Erz, Eis, Feuer, Wasser, Erde und Luft, die sechs Elemente. Die Hochebene selbst ist wie eine Senke ausgespart, inmitten des Nebels. Luft und Licht sind von einer beinahe magischen Klarheit, der Himmel ist fast hesindigo-blau, der Anblick schmerzt in den Augen. Hier in der Krone der Schöpfung, majestätisch inmitten dieser Urgewalt und aus ihnen geformt, erhebt sich ein Monument. Mehr als eine Festung, mehr als ein Tempel, mehr als eine Halle, mehr als ein Kunstwerk. Draconia ist selbst eine elementare Gewalt. Willkommen auf dem Jertulam. Halt einmal inne. Ich muss kurz losholen. Ich würde mich auf den Boden setzen und nach Luft schnappen und diese Wirkung auf mich einwirken lassen, diese Bilder, die mir vor Augen sind. Was ein Anblick, ihr Götter. Hey, Grellig, hast du noch etwas zu trinken? Sag mir bitte, das ist auch der richtige Ort. Natürlich. Gib mal her. Grellig, reicht dir eine Flasche Prima Feuer hinter? Das ist genau richtig. Ich würde mal einen Zug nehmen und... viel, viel besser. Danke. Die Flasche zurück aus diesem Buddel. Mein Vater hatte mir davon berichtet, aber es lässt sich nicht so in Worte fassen. Man kann Draconia nicht beschreiben. Nichts man muss kann einen es erleben. Auf diesen Anblick vorbereiten, aber es gibt viele solcher Orte. Wir sollten uns nur glücklich schätzen, dass wir so froh sein können und einen dieser zu Gesicht bekommen. Ich würde mal aus meinem Rucksack irgendwie mein Skizzbuch rausholen und probieren, das irgendwie einzufangen. Ja, würfel da gerne deine Malenprobe. Ich würde mal anschließen. Ihr braucht sicherlich noch 30 Minuten, die ihr dort sitzt, um wieder zu Kräften zu kommen und das alles aufzunehmen. Den Vulkan, der dort nach oben raucht. All die Elemente so nah beieinander. Und dann diese gewaltige Festung, die wiederum nicht von Menschen erbaut ist. Viele hundert Schritt nach oben ragend, die Wände sicherlich 10 Meter breit. Als ihr euch dann wieder nach aufrafft, könnt ihr über einen Teppich von Edelweiß schreiten. Der Himmel selbst ist hesindigo-blau. In den Spiegelungen des Wassers könnt ihr die Sonne sehen. Es ist geheimnisvoll, mächtig, zauberhaft. Ihr habt nichts gesehen, was diese schiere Größe übertreffen mag. Die Anlage ist harmonisch, ein Sechseck, gekrönt von Türmen und Zinnen, aber riesig hoch, so groß wie die Stadt Punin, eher schon ein Berg. Man kann die Ausmaße eigentlich nicht fassen. Und während ihr Kasim und Rafik folgt, könnt ihr sicherlich eine Viertelstunde entlang an den Außenmauern herumgehen, bis ihr dann auf ein Tor trefft,
vorbei an den Mauern aus grünem Marmor, aus buntem Achat und aus schwarzem Obsidian, die hier miteinander verschmolzen sind. Einige Krustenflechten, die dann überwachsen sind, steht hier vor einem Tor. Ein gigantisches Bildnis des Allvogels, der euch verrät, dass hier der Eingang sein muss. Diamanten, Rubine, Saphire, Smaragde, Topasse, Amethysten oder Feuerperle fügen sich hier zu einem Bild, das auf dem Hauptsegel des Perikumer Kriegsschiffes keinen Platz gefunden hätte. Rings um das Kunstwerk laufen fremdartige Inschriften. Es scheint, dass das Auge in diesem Bild schlichtweg alles findet, was es sich vorzustellen mag. Die ganze Schöpfung ist hier dargestellt. Ich kneife mal die Augen zusammen und probiere mal irgendeine Schrift zu lesen, ob sie mir bekannt vorkommt. Tulamidia? Nein. Zwergisch? Nein. Okay, das ist ja kurzer Zeichen und alter Bejahrten mich auch nicht. Nein. Okay. Und du, meine Lieben, wie kommen wir da rein? Kasim tritt einen Schritt nach vorne und hebt seinen Stab und schlägt ihn einmal kräftig auf den Felsboden. Ich bin Kasim, Sohn von Alam, Kind Draconias. Dies sind meine Begleiter und ich begehre Einlass. Plötzlich und ohne jedes Vorzeichen kommt es vor dem Tor zu einem Ausbruch elementarer Energie. Eine Feuersäule schießt fauchend empor, rumpelt, bildet sich ein steinerner Leib. Aus wirbelndem Schnürgestöber formt sich blinkendes Eis. Dazwischen wächst eine ebenmäßige Gestalt aus der saftigen Erde empor. Sprühregen fällt herab, sammelt sich in einem Teich. Und schließlich, als alles schon stehen, fegt ein Wirbelwind noch einmal durch die Reihen. Und verharrt dann brausend. Seid uns willkommen. Könnt ihr einen sechsfachen Chor hören. Und dann öffnet sich gehorsam die breite Tür. Das Tor des Allvogels. Gewaltige Djinne, die ihr erkennen könnt, die sich dagegen stemmen und es aufziehen. Erz und Eis und Humus stemmen. Luft und Feuer und Wasser fliegen gen Himmel. Mit ihrer Anstrengung klappt das Tor nach oben. Keine Aufhängung, kein Widerlager, keine Mechanik. Was für ein Gedanke, ein Tor nach oben zu öffnen. Kasim blickt auf seine Begleiter. Folgt mir. Sehr gerne. Auf der Ebene selber ist die Luft vermutlich wieder für uns völlig normal, oder? Ja. Trotz den 8000 könnt ihr wieder atmen. Weißt du, endlich wieder normal atmen. Ihr tretet durch die Wand an dem gewaltigen Tor vorbei. 8 Schritt ist die Stärke. Eure Schritte hallen meilenweit. Zumindest kommt es euch so vor. Und dann geht es sicherlich wieder 2 Minuten durch diese Gigantenhalle. Da öffnet sich vor euch ein mehrere 100 Schritt Durchmesser, eine große, halbdurchlässige Kuppel. Und ihr könnt sehen, wie dort eine ungefähr 14-jährige Adeptin in einer weißen Tunika auf euch zutritt. Sie scheint zu lächeln, hat ihre Gildentätowierung wie Kasim auf der Stirn, stellt wohl ihre Schale der Alchemie gerade zur Seite und tritt dann auf euch zu. Willkommen im ewigen Konzil der Elemente, der elementaren Gewalten im Raschsturzwall. Und ihr seid? Ich bin eine einfache Adeptin, wie jeder hier, bis auf die Großmeister. Werdet sicherlich trotzdem einen Namen haben. Selbstverständlich. Möchtet ihr ihn erfahren? Sonst würden wir nicht fragen. Saphira. Ist sehr, sehr, sehr erfreut, Saphira. Preis von Grauningen. Dominator Lumini. Stumpf mal Rugel an. Stell dich vor. Ich bin Halban. Hallo.
Wir sind weit gereist, um mit dem Konzil zu sprechen oder mit dem Vorsitzenden, mit den Großmeistern. Pyriander, die Ariachos, ja. Ich werde ihn verständigen. Wir kommen in dringenden Anliegen, das sei dazu gesagt. Auch wenn wir eine bereits heiße Kanne Tee nicht zu schätzen wüssten. Selbstverständlich. Sie dreht sich dann in Richtung von Kasim, grüßt dich dann eben. Ist sie zugeordnet? Feuer. Ja, dann deutet Kasim ebenfalls eine Verbeugung, also im Ptolemäischen die Verbeugung für Leute gleichen Ranges, an. Seid gegrüßt, Adepter. Es ist schön, wieder hier zu sein. Willkommen zurück, Bruder. Ja, Kasim lächelt einmal und... Verzeiht, Adeptus. Und ihr seid? Damit schaut sie zu Gillion. Gillion Tann, Flug vom Schwarzenwald. Sehr angenehm. Ihr seid ein Droide, ja? Er nickt. Sehr erfreut. Ich hoffe, ihr bleibt. Vielleicht einige Monde. Sie dreht sich zu Greldig. Und ihr? Greldig ist mein Name. Ich bin einfacher Seefahrer und begleite diese gebildeten Herren. Sie dreht sich zu Omar. Und ihr, Bruder? Ich bin Omar Ibn Iro. Ich habe wie ihr. Ich stand einst in euren Schuhen, habe auch die Lehren des Feuers gelernt. Auch wenn das wohl längere Zeit her ist. Ich sehe es. Und an einem weit entfernten Ort. Ja, sie kommt auf dich zu und umarmt dich. Ach, eine solche herzliche Begrüßung werde ich doch nicht von mir stoßen. Was für ein freundliches Kind. Ja, nachdem sie wieder losgelassen hat. Verzeiht, ich hole den Großmeister. Versammelt euch doch bitte in der Mitte. Wir werden uns dort treffen. Ja, sobald sie dann weg ist, wird vermutlich ein bisschen dauern, weil alles sehr groß ist, schaut Kasim zu den anderen. Die Verhaltensweise der Leute hier ist enorm stark von dem Element, dem sie zugeordnet sind, geprägt. Ich bin gespannt auf die Humus-Leute. Das ergibt Sinn. Auch die Zuneigung, die wir den Menschen gegenüber empfinden, die Wärme dadurch gehört zum Wesen des Feuers. Ja. Kasim, wie nennt ihr diese Halle hier? Das hier, das ist der Hauptgang. In einer hexagonalen Struktur, von oben bis unten und über beide Seiten, sind die Fakultäten angeordnet. Die Luft oben, das Erz unten. Er zeigt nach rechts oben, dort ist das Eis, links oben, dort ist das Feuer. Und entsprechend der elementaren Zuordnung sind die Gegenelemente auf der entgegengesetzten Seite. Wenn wir weitergehen, das wird jetzt eine Weile dauern, kommen wir in die Halle der Elemente. Seht dann einfach selbst. Ich vergeude jetzt nicht meine Kraft, sie zu beschreiben. Das ist sowieso... Wie sagt man vergebene Liebesmühe? Man kann sie nicht beschreiben, man muss sie sehen. Ihr geht und geht und geht und eure Schritte hallen, bis ihr dann in der Drachenhalle angekommen seid, in denen 6 hohe Drachen stehen, gefertigt aus Edelstein, ihre Schuppen. Von der Größe, ja, halten sie mit einem riesen Lindwurm wohl stand. Auch wenn sie leblos wirken, feuchen, hauchen sie euch wohl doch Ehrfurcht ein. Über eine Treppe, die wohl auch nicht für Menschen gemacht ist. Es gibt allerdings daneben eine weitere für Menschen nachgebaute Treppe, über die ihr dann über die Drachentreppe nach unten treten könnt, kommt ihr in eine Ratshalle. Ihr könnt in der Mitte euch hinstellen und könnt dort wieder die Elemente um euch herum angeordnet sehen, die sich dann nach und nach füllen. Verschiedene Leute, meist sehr alt, werden sich dann vor euch positionieren. Die Fakultät des Feuers, vertreten von Pyriander di Ariarchos. Die Fakultät des Wassers mit Halman Sandström und Chalef al-Charak, dem Meister der Mahlströme. Die Fakultät des Humus
mit Sumudai Gerberova und die Fakultät des Eises Torhalla Wengenholmer und dem Großmeister, dem Meister der Gletscher Rachwan Ibn Mujahshir. Ja, so werden sich nach und nach 12 Leute, jeweils 2 für ein Element um euch herum, vereinigen. Ja, Kasim führt die Gruppe im Prinzip in die Mitte, sodass er, dass sie in dem großen Hexagon stehen. Und deutet dann als erstes eine Verbeugung in Richtung Pyrrhan der Areachos an, weil er ist im Prinzip der Sprecher des Konzils. Und dann ebenfalls eine tiefe Verbeugung gegenüber Torhalla Wengenholmer und Rachwan Ibn Mujahshir, seinen persönlichen Meistern, die ihm viel Wissen und viel Leid beigebracht haben. Bei den Sechsen. Bei den Sechsen und bei Nakhlador. Was mögt ihr, Kasim, Rafik und ihr anderen? Seid uns willkommen in Draconia. Wir gehen davon aus, dass ihr nicht gekommen seid, um zu staunen. Ein jedes Mal aufs Neue komme ich. Auch um zu staunen. Doch unsere Mission heute ist von einer grimmen Natur. Ich berichtete in der Vergangenheit in meinen Briefen immer wieder von dem, was auf der blutigen See vor sich geht. Es haben sich im vergangenen Jahr Umstände aufgetan, die, wenn man ihnen nicht entgegenwirkt, katastrophale Folgen haben werden. Nicht nur für die Menschen, auch für das elementare Gleichgewicht. Er überlegt tatsächlich nach einem Wort und benutzt dann eine relativ derbe Beleidigung auf Ferkina. Darion Palligan hat etwas befreit. Etwas, das zu mächtig ist, als dass man es mit einfachen Mitteln besiegen kann. Er hat alte Übel freigelassen und Dämonen beschworen, von denen wir nicht dachten, dass man sie beschwören kann. Wenn er Erfolg hat, wird er Aventurien in den Fluten ertränken. Darf nicht geschehen. Das Gleichgewicht wurde schon genug gestört durch die Rituale von Galotta in der jüngeren Vergangenheit. Das, was der Sphärenschänder getan hat. Wir haben unsere Isolation für dieses Gleichgewicht aufgegeben. Und jetzt, wenn wir nichts unternehmen, droht es endgültig verloren zu gehen. Wenn Palligan Erfolg hat, dann ist es unumkehrbar. Dagegen wird der Verlust des Eisschlüssels wie ein frühlingshaftes Picknick erscheinen. Es muss getan werden, was auch immer der Preis sein möge. Er muss aufgehalten werden. Du kannst wohl sehen, wie Torhalla Wengenholmer einfach nur nickt, wortkarg, wie sie immer ist, auch wenn sie im Rat sitzt. Du kannst Stirnrunzeln sehen, einiges nicken und dann siehst du, wie wohl Chalef al-Charak, der Meister der Malströme, so wie er immer ist, aufbrausend aufspringt. Und ja, er hat wohl ein bisschen vor sich hingemurmelt, wütend, jetzt schreit er dich fast an. Und was wollt ihr jetzt von uns? Was sollen wir tun, um dieses Ungleichgewicht zu bekämpfen? Was sollen wir tun? Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Leute, fähige Kämpfer und Elementaristen, die sich dem Unwasser entgegenstellen. Leute, die bereit sind, sich selbst für das Gleichgewicht und die Ordnung in dieser Welt aufzugeben. Und ich weiß, dass an dieser Schule, an diesem Ort, solche Leute existieren. Leute mit großer Macht und großen Fähigkeiten. Wir sind zu wenige. Wir sind zu wenige und jetzt sollen wir auch noch sterben.
So wie wir natürlich euer zahlreiches, gehütetes Wissen um die Elementare und ihre wahren Namen brauchen, denn auch sie geht es was an. Auch sie wollen nicht, dass das elementare Gleichgewicht gestört sind, denn sie sind die Ersten, die darunter leiden. So brauchen wir nicht nur eure Kräfte und euer Zutun, sondern auch euch als Brücke zu den Elementaren, als jene, die schon Beziehungen zu denen aufgebaut habt und sie rufen könnt, als Herbeirufer, als Beschwörer, wenn man so nimmt. Und ihr werdet doch sicherlich nicht Angst haben, in den ewigen Kreislauf zurückzukehren. Der Tod ist nichts, was uns Schrecken gesinnt. Kuriander erhebt sich ebenso, macht einige beruhigende Gesten in Richtung des Wassers. Ihr müsst meinen Kollega entschuldigen. Al-Charak ist etwas ungestüm, das macht das Wasser mit ihm. Wir sind hier, um euch zuzuhören. Wenn ihr nun Pläne habt, werden wir auch unser Leben in den Kreis der Elemente werfen, um das Gleichgewicht zu bewahren. Vielleicht solltet ihr mit dem Kapitän reden. Blick mal zu dem Kapitän der Sulman Al-Nasuri. Der nickt, tritt auch einmal kurz vor. So ist es. Ich habe diese Expedition einmal angestoßen, weil ich hoffe, euch zu gewinnen. Wir werden höchstwahrscheinlich an den Ruinen, an den Öffnungen zu Vajat in der nächsten Zeit einige Kämpfe führen, für die wir eure Hilfe brauchen, weshalb wir Kasim und Omar und all die anderen hier um Hilfe gebeten haben für den Aufstieg und auch für die Verhandlung, für die Diplomatie. Solltet ihr etwas benötigen, solltet ihr etwas brauchen, wir werden es euch zur Verfügung stellen, wenn wir im Austausch eure Expertise bekommen. Djinne, Wissen, Leute. Wir brauchen euch alle. Ich selbst diene auf der Sulman al-Nasuri, bin den Elementen verpflichtet, wie es auch mein Vater tat. Nun, Omar ibn Iro mag nicht von euch herkommen, und auch Gilion der Druide mag nicht bei euch lehren, aber sie alle haben erkannt dort unten, dass es wichtig ist. Selbst ein so einfacher Mensch wie Rogel der Bauer, Haldan Rogel, oder Greldig der Pirat, sie haben alle erkannt, dass es wichtig ist, sich nun den Elementen zu stellen. Und es ist das Wasser, das Unwasser, was uns durch Darion Palygan einige Probleme bereiten wird und Aventurien ertränkt. Es mag sein, dass die Fluten Halt machen vor dem Marasturzwall, doch ihr werdet die Einzigen sein. All die anderen würden ertrinken. Wir brauchen eure Hilfe. Bei den Göttern, bei den sechs Elementen und allem, was euch heilig ist.